Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Am Anfang darf ich mich vorstellen, mein Name ist Amberg, Matthias Amberg. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familien- und Erbrecht in Aschaffenburg. Und heute in unserer aktuellen Ratgebersendung wollen wir uns mal wieder mit dem Thema Familienrecht beschäftigen. Eines der Spezialgebiete in meiner Kanzlei neben dem Erbrecht. Im Familienrecht gibt es ja oft die Scheidung und im Rahmen der Scheidung wird dann über Vermögen diskutiert, nämlich dann, wenn die Ehegatten keinen Ehevertrag geschlossen haben und im gesetzlichen Güterstand der Zugegemeinschaft leben. Und gerade am Anfang von so einem Mandat wird oft darüber diskutiert, was darf ich eigentlich mit meinem Vermögen machen, weil ich lebe ja in dieser Zugegemeinschaft. Und da wird dann oft behauptet, mein Vermögen gehört zur Hälfte auch meinem Ehegatten. Ja, das ist genauso Quatsch wie die Behauptung, ich hafte für die Schulden meines Ehegatten, weil ich verheiratet bin. Das ist natürlich nicht richtig. Auch wenn ich heirate, habe ich mein Vermögen und mein Ehegatte hat sein Vermögen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, auch wenn ich in diesem gesetzlichen Güterstand der Zugegemeinschaft lebe. Deswegen darf ich auch in der Ehe und auch nach der Trennung natürlich mit meinem Vermögen grundsätzlich machen, was ich will. Da brauche ich nicht die Zustimmung meines Ehegatten, erst recht nicht meines getrennt lebenden Ehegatten, wenn ich über mein Sparbuch verfügen will, wenn ich ein Auto verkaufe oder kaufe oder sonst irgendwas. Eine Ausnahme gibt es aber dann doch, nämlich dann, wenn ich über mein wesentliches Vermögen verfüge. Da gibt es nämlich einen Paragraphen, den Paragraph 1365 BGB, und der sagt, dass Verfügungen über das gesamte Vermögen zustimmungspflichtig sind. Das heißt, das kann ich nicht ohne Zustimmung meines Ehegatten verkaufen. Zum Beispiel, wenn ich Eigentümer eines Hauses bin und das Haus ist mein wesentliches Vermögen, dann kann ich nicht einfach voller Zorn, weil meine Frau mich verlassen hat, losmarschieren und kann sagen, so jetzt verkaufe ich das Haus. Weil das wäre zustimmungspflichtig. Und dieser Paragraph 1365 BGB ist genau dafür da, dass dieser Zugewinnausgleich, den ich eingangs erwähnt habe, dass der geschützt wird. Weil der Ehegatte, der in der Ehezeit mehr Vermögen erwirtschaftet hat, der muss davon die Hälfte abgeben und das ist der sogenannte Zugewinnausgleich. Und dieser Zugewinnausgleich würde ja ins Leere laufen, wenn ich mich trenne und dann mein ganzes Vermögen auf den Kopf haue. Um das zu verhindern, wie gesagt, wurde dieser Paragraph 1365 BGB geschaffen. Und zeitlich gilt natürlich dieser Paragraph 1365 BGB ab dem Moment, in dem ich heirate, bis zur Restkraft der Ehescheidung. Ich wurde neulich mal gefragt, da wollen zwei Parteien heiraten, sind gerade verlobt, ob dieser Paragraph 1365 BGB auch schon ab der Verlobung quasi vor der Eheschließung geht. Natürlich nicht. Paragraph 1365 BGB setzt eine Eheschließung voraus. Und die spannende Frage ist, was ist denn jetzt das gesamte Vermögen? Ist es wirklich 100% von meinem Vermögen oder ist es ein gewisser Bruchteil? Diese Frage hat eigentlich die Rechtsprechung beantwortet. Die Rechtsprechung geht bei größerem Vermögen davon aus, dass 90% meines Gesamtvermögens mein wesentliches Vermögen ist, für das dann Paragraph 1365 BGB geht. Teilweise wird gesagt, bei kleineren Vermögen nur 85%, bisschen kritisch. Man muss sich es halt genau anschauen und vor allen Dingen muss bei diesem Gesamtvermögen wirklich alles zusammengerechnet werden. Also Immobilienvermögen, Barvermögen, PKWs, Schmuck, Edelmetallsammlung, das wird alles auf einen Haufen geworfen und dann wird geschaut, ist das wirklich jetzt eine Verfügung über das Gesamtvermögen. Zum Beispiel, ich habe eine Immobilie mit einem Wert von 600.000 Euro. Und ich habe ein Barvermögen von 50.000 Euro, sonst habe ich gar nichts. Also insgesamt 650.000 Euro. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe mein Haus mit einem Wert von 600.000 Euro, dann ist das über 90% meines Gesamtvermögens, sodass dieser Verkauf von dem Haus ohne Zustimmung meines Ehegatten rechtlich nicht möglich ist. Das heißt, dieses Geschäft ist zustimmungspflichtig, mein Ehegatte muss zustimmen. Wenn ich jetzt allerdings Eigentümer einer Eigentumswohnung mit einem Wert von 200.000 Euro bin und habe wiederum ein Barvermögen von 50.000 Euro, dann kann ich die Eigentumswohnung ohne Zustimmung meines Ehegatten verkaufen
war Gesamtvermögen 250.000 Euro, Wert der Eigentumswohnung 200.000 Euro, dann sind die 200.000 Euro weniger als 90% meines Gesamtvermögens. Also Sie merken, ich muss da immer genau schauen, wie schaut das Gesamtvermögen aus. Da kommt natürlich immer gleich die spannende Frage, ich habe mich nie um das Vermögen meines Ehegatten gekümmert. Woher soll ich denn wissen, was ist dieses Gesamtvermögen? Da habe ich natürlich einen Auskunftsanspruch. Ab dem Moment der Trennung, ehrlich gesagt auch schon ab dem Moment der Eheschließung, habe ich familienrechtliche Auskunftsansprüche. Erst recht ab dem Moment der Trennung, ab der Trennung kommt es eigentlich drauf an, muss mir mein Ehegatte Auskunft über sein gesamtes Vermögen erteilen. Unter anderem, um abzuklären, sind irgendwelche Vermögensverfügungen zustimmungspflichtig. So, wenn ich diese Zustimmung nicht erteile, dann ist dieses Rechtsgeschäft, also sprich ein Verkauf, unwirksam. Da gibt es auch keinen Gutglaubensschutz. Also wenn der Dritte nicht mal weiß, dass ich verheiratet bin und ich verkaufe es dem einfach, hat er Pech gehabt. Dieser Verkauf ist unwirksam. Jetzt gibt es gewisse Situationen, wo man einfach sagt, es ist wirtschaftlich sinnvoll, dass ich jetzt was verkaufe. Denken Sie daran, Sie haben Aktien und kriegen mit, die Aktien, die fallen und fallen und fallen. Und jeder Experte empfiehlt Ihnen, diese Aktien zu verkaufen und die Aktien wären jetzt Ihr Gesamtvermögen, dann haben Sie natürlich ein Problem, weil grundsätzlich ist das zustimmungspflichtig von dem Ehegatten und der Ehegatte sagt, da friert eher die Hölle zu, bevor ich dir die Zustimmung erteile, weil du hast mich so geärgert, du hast dich von mir getrennt und was weiß ich. Für diese Fälle gibt es natürlich die Möglichkeit, die Zustimmung nach § 1365 BGB vom Familiengericht ersetzen zu lassen. Da muss ich halt einen Antrag stellen, notfalls ein Eilverfahren einleiten. Und da wird dann geschaut, ob dieser geplante Verkauf wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Und wenn er wirtschaftlich sinnvoll ist, dann wird diese Zustimmung ersetzt. Also Sie merken, meine Damen und Herren, grundsätzlich kann ich, ob ich verheiratet bin oder nicht, mit meinem Vermögen machen, was ich will. Und es ist mir auch nochmal wichtig, das zu wiederholen, ich hafte nicht für die Schulden meines Ehegatten, nur weil ich verheiratet bin, weil das wird immer wieder in der Beratungspraxis von den Mandanten erzählt. Die einzige Ausnahme ist der § 1365 BGB, wenn ich über mein gesamtes Vermögen, also sprich 90% meines Gesamtvermögens verfüge, da muss der Ehegatte zustimmen, einfach damit mögliche Zugewinnausgleichsansprüche geschützt sind. Wie immer merken Sie, Familienrecht ist gar nicht so kompliziert und vor allen Dingen spannend ist das Familienrecht. Wenn Sie da auch Interesse haben an dem Familienrecht, schauen Sie durchaus in unsere Ratgebersendung. Wir haben da einige zu dem Thema Familienrecht gemacht und haben auch noch einige Sendungen vorzumachen. Wenn Ihnen diese Ratgebersendung gefallen hat, freuen wir uns über jedes Like. Sie können auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Ratgebersendung mit Ihnen. Bis dann.